Die torischen Küstenmoore, die man zwischen Ilsur und Valusa findet und die sich noch ein Stück weit ins Reich Insbornische strecken, sind nach der Invasion noch gefährlicher und menschenfeindlicher geworden als zuvor. Allenthalben lauern giftiges Getier, tückische Sumpflöcher, unter Wasser die Blutalgen und die Wasserpest. Über allem aber weht der Geruch von Fäulnis und Verwesung und dichter Nebelschleier zieht durch die verkrüppelten Äste von Erlen und Bohrensweiden. Und sieht man hier eine Blume blühen, so wird sie wohl eine schwarze Schwertlilie sein. Einst gab es den Torfabbau. In den Niedermooren ein noch mühseliges Unterfangen als anderswo. Zumindest einige Menschen an der Küste ein bescheidenes Auskommen. Doch spätestens seit Mendener, Ilsur und andere Küstensiedlungen so viel Leid widerfuhren, meiden die Menschen das Moor. Denn man sagt, es sei ein Spiegel des Landes. Wen wundert es also, dass dort Irrlichter und böse Geister umgehen und schlimmer noch die Moorleichen vergangener Jahrhunderte in den letzten Monden zu Dutzenden aus den feuchten Gräbern gestiegen sind? Nur die Unverzagtesten oder die Verzweifeltsten suchen genau darum dort nach Zuflucht. Und nur in der Nähe von Ilsur soll es tatsächlich noch eine größere Gruppe von Widerstandskämpfern geben, die ihren Unterschlupf inmitten des Halkenmoores errichtet haben. Mitten in der Nacht erreicht ihr den Küstenstreifen, der zwischen Mendener und Ilsur liegt, Feuerhafen. Ihr wurdet bereits gewarnt vor den falschen Lichtern, die euch weisen, und während ihr dann mit der Seeadler an der Küste entlangfahrt, könnt ihr tatsächlich ein großes Feuer erkennen. Allerdings wisst ihr nicht, welches von ihnen das ist. Und so wird Rat al-Sanin euch wieder einmal an Deck in Empfang nehmen, steht neben der Reling, neben einem der Beiboote, was jetzt nach und nach ins Wasser gelassen wird, und ihr könnt schon sehen, wie Jalan derweil nach unten gestiegen ist, ein anderer Steuermann, der seinen Platz übernimmt, und ihr jetzt nur noch zu fünft dort oben an der Reling steht und auf Rat al-Sanin wartet. Also gut, ihr habt alles, was ihr braucht, ihr habt alle Informationen. Wir hoffen es, Admiral. Ja gut. Wir sehen uns dann, wenn die Götter es wollen, in Ilsur wieder. Und wenn ihr auf dem Weg Xeran schaden könnt oder ihn tatsächlich umbringt, dann tut das. Die Götter mit euch. Götter Götter der auch mit Seeelfer. euch. Wir sehen uns ganz sicher wieder. Ja, das denke ich auch. Also das wird jetzt ja nicht so schwierig. Ja, so könnt ihr nach und nach runtersteigen. Aber mir steht als letztes noch dort. Fusakel, passt mir gut auf die Geschütze auf. Ja, werde ich. Ich gehe nochmal zu ihm, drücke ihn nochmal und drücke ihm dabei den Brief in die Hand. Hier, das wird ihr brauchen. Ja, geh schon. Dann muss ich über die Strickleiter runter ins Boot klettern. Ja, das Boot schwankt unter euch, könnt ihr die giftige Suppe sehen, wie sie dort nach euch greift mit ihren Schlieren, mit dem Schaum und in der Dunkelheit nicht ganz auszumachen, was unter euch liegt, unter euch lauert. Die Seile werden gekappt, sodass ihr euch dann abstoßen könnt. Die Seeadler fährt weiter mit Segeln, mit Rudern, die dann auch wieder ins Wasser getaucht werden und dann langsam angezogen werden, während ihr vor der kleinen Bucht liegt. Mit den aufgetürmten Felsen, auch wenn ihr sie nicht ganz erkennen könnt, ihr wisst nicht genau, irgendwas dort liegt vor euch, aber ob ihr auf das Feuer zufahrt, direkt auf den Hafen zu oder direkt auf die Piraten, die dort ihr kleines Lagerfeuer angezündet haben, ihr wisst es nicht. So entfernt sich die Seeadler von euch und ihr seid verlassen und alleine in der Dunkelheit. Dann wollen wir mal zusehen, dass wir an Land kommen. Vielleicht können wir etwas seitlich von dem Licht anlanden. Sehen wir zwar nichts, aber sonst laufen wir womöglich unseren Feinden in die Hände. Ich denke, das Was? Wir sollten auf jeden Fall diese Eulentränen verwenden. Ah, natürlich. Ihr habt an alles gedacht. Ich brauche sowas nicht. Meine Augen sehen gut. Ja, gewiss. Aber wir anderen, wir können sie doch gut gebrauchen. Haben Sie irgendwelche Nebenwirkungen? Nun ja, ihr solltet nicht direkt in das Leuchtfeuer hineinschauen, sonst könntet ihr geblendet werden. Gut.
Ihr habt doch viel Katzen an euch. Ich könnte euch da ein wenig sauber machen. Ach, wozu denn jetzt noch? Diese Katzen, die haben sich immer auf meine Roben gelegt. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, das ist aber seltsam. Echt? Ja. Warum? Also, Katzen haben da einen sechsten Sinn dafür. Ich gucke aber mir böse an. Ich bin völlig überrascht und über diesen Blick. Ich habe die Katzen nicht. Ja, Abelmir, wir haben jetzt Wichtigeres zu tun, als über deine Katzenabenteuer zu sprechen. Lass mir das. Gebt her, diese Eulentränen. Ja, Jalan derweil wird still und schweigend rudern, so wie er es in den letzten Tagen, weil ihr wisst nicht genau, was in ihm vorgeht. Vielleicht einfach die Seeschlacht, die einige Erinnerungsfetzen wieder hervorgerufen hat, also dass man ihn einfach alleine lässt, könnt ihr euch viel mehr darauf konzentrieren, wohin ihr Jalan lotst. Wenn ihr die Augentropfen einnehmt, dürft ihr aber mal eine Sinnenschärfeprobe würfeln, die dann dank der Dunkelheit nicht mehr erschwert, dass er doch die Sicht von Boltax ist gut genug. Rafim kann das als erstes erkennen. Und zwar kannst du weitere Lichter etwas weiter nördlich von dem Großen erkennen, die dann die anderen wohl nach einem Deuten von Rafim eher auch erkennen. Dort scheint das wohl sowas zu geben wie ja, weitere Lichter. Ihr würdet sagen, vielleicht eine Meile weiter. Könnte das die Siedlung sein? Wirklich. Ich denke, die Piraten werden das größte Licht aufbauen. Könnt ihr schon eine geeignete Stelle erkennen, wo wir anlanden können? Also nicht aus der Entfernung, wir müssen schon näher ran. Ich glaube aber, wir sollten uns im Moment so ein bisschen mehr Backbord halten, weil von Steuerbord, also da rechts, da ist so eine, also da höre ich mehr Wellen platschen, da scheint eine stärkere Strömung zu sein. Und gut. Ihr seid die Steuerfrau. Naja, ich probier's mal. Aber gut, dann fangen wir einmal an zu rudern. Also ein bisschen darüber. Ja, so. Noch ein bisschen drehen. Hier mal ein kräftigerer Schlag, Grafim. Ja, natürlich. Ja, genau so. Und ja, wir sind auf Kurs. So könnt ihr euch von Südosten der Landzunge nähern und müsstet jetzt entscheiden, wo ihr hinsegeln wollt. Auf das Leuchtfeuer zu, auf die Siedlung zu oder irgendwo daneben. Eure Entscheidung. Ich würde mal sagen, eher auf die Siedlung dazu. Ich möchte allerdings noch mal gerne in die Dunkelheit hinaushorchen, ob sich da die Wellen irgendwie an Felsen brechen oder so. Ja, es gibt wohl schroffe Felsen, die dann hier nach oben ragen und gerade mit den Eulentränen kannst du sie dann noch erkennen, wenn du näher und näher kommst. Du kannst den großen, schlanken Feuerturm erkennen, der hier aus Stein an den Felsen hochragt und wohl einen engen Weg. Warum auch immer der Feuerturm selbst nicht belichtet ist, so gar nicht. Brennmaterial scheinst du wohl zu sehen dort oben, aber es gibt einen zweiten Felsen, der westlich des Ortes angebracht ist oder gewachsen ist von Ingrim, von Angrosch, wie er die Welt schuf und wohl in zwei Hälften gespalten ist. Eine tiefe Kerbe, die sich durch das Gestein hindurchzieht. Da wird wohl ein weiterer Weg, abgetrennt von dem Meer, in Richtung der Seite führen, wo die Piraten ihr Feuer angezündet haben. Es gibt einen Hafen, der sich dann hier euch öffnet und der wäre tatsächlich auch gangbar für größere Schiffe. Tja, also auf jeden Fall nicht auf das Piratenfeuer zu. Dann würde ich sagen, tatsächlich eher auf den Leuchtturm, oder was meint ihr? Ja, ich denke, das ist sinnvoll. Könnten wir nicht irgendwo an der Küste anlanden, wo gar nichts ist und uns dann erstmal umschauen? Könnten wir schon, allerdings weiß ich nicht, ob es dort gute Stellen dafür gibt. Ich kenne diesen Teil der Küste nicht. Wir müssen doch nur an Land kommen. Wir haben doch in Feuerhafen gar nichts zu schaffen.
Können wir die Feuerhafner nicht einfach Feuerhafner sein lassen und uns weiter Totengräber begeben? Ja, auch. Unser Boot hat nicht viel Tiefgang, das heißt, wir brauchen keine Bucht oder dergleichen. Aber es wäre vielleicht gut, wenn es nicht gleich gefunden würde. Ich hoffe, es ist nicht im Namen der Seeadler beschriftet oder so. Na gut, dann lassen wir uns ein bisschen weiter südwärts treiben. Sulamin, schau du doch mal nach vorne. Du bist unser Ausguck. Mach ich. Es ist ja dunkel, oder? Es ist sehr dunkel, ja. Dann würde ich gerne mal über Sternenkunde zumindest Hochunterstützung bei der Navigierung bitten. Ja, kannst du gerne machen. Gerade wenn ihr jetzt auch nicht auf den Hafen zulaufen wollt, sondern an der anderen Küste entlangfahren sollt. Ihr habt ja schon gehört, dass es hier vor allem darum geht, dass große Schiffe durch das Leuchtfeuer auf Riffe gelenkt werden sollen. Genau darum soll es gehen. Dementsprechend müsste man hier sich gut navigieren können. Ja, also im Kunde habe ich gewürfelt. Ja, vor allem das Mardermal, was wohl noch ein bisschen am Himmel steht, ist das Einzige, was als Leuchtquelle dient. Also, dass du dich dann nicht mit den Sternen orientieren kannst, aber vor allem mit dem Mardermal. Und dann eben siehst du im Vorfeld, bevor ihr da auf die Riffe zusteuert und entlang schrammt, euer Boot zerstört, dann die einzelnen Felsen, die da hochragen. Achtung, da vorne, da ist einer. Und etwas seitlich von uns. Ja, genau, da bei Abelmir. Da ist auch noch mal einer. Ich weiß nicht, wie gut die Stimme auf See trägt, aber vielleicht sollten wir auf Zeichensprache wechseln. Ihr beherrscht doch alle Attack, oder? Ja, aber ich weiß nicht, wie gut eure Eulen tränen würden. Könnt ihr das erkennen? Mach mal so ein paar Handbewegungen. Mittlerweile könnt ihr auch leise Geräusche von dem großen Leuchtfeuer hören, als ob da irgendjemand singt, angetrunken. Ja, ich würde aber mir mal auf Attack antworten. Oh, nicht perfekt, aber soll reichen. Sehr gut. Ich antworte zurück auf Attack. Zeig mal auf die Stelle, von der die Geräusche kommen. Und wollte meinen Finger vor die Lippen halten, als allgemeines Signal für Stille. Ja, ich verstehe das so, dass ich ein Silenzium machen soll. Und nein! Nur für eine Spielrunde. 5 Minuten. Ja, so wird sowohl das Prickeln des Feuers leiser als auch der Gesang, die Sprechchöre von den rauen Piratenstimmen. Ihr habt nicht mehr genau verstanden, wie viele es sind, als plötzlich alles um euch herum still wird und nur noch das Platschen des Wassers des Bootes nicht zu hören ist, aber vor allem zu spüren ist, wenn ihr dann mit den Paddeln eintaucht und auf die Küstenlinie zufahrt. Ich nicke Abel mir zu und gebe ihm per Attack zu verstehen, gute Idee. Ich zuck nur den Schultern. Also ich gehe jetzt davon aus, dass ihr nicht auf den Hafen zulaufen wollt, sondern abseits sowohl von Hafen als auch von diesem Piratenleuchtfeuer. Also wir wollen uns so einen abgelegeneren... Nee, lieber nicht dazwischen. Also schon zu... Südlich vom Leuchtfeuer. Genau. Okay. Gut. Dann könnt ihr südlich vom Leuchtfeuer anlanden, zieht euer Boot ran und seid euch sicher, dass zumindest das Platschen jetzt verdrängt ist, eure Stimmen, die mir nicht mehr übers Wasser tragen. Und der Pst von Boltax endet. Ihr könnt wieder in einiger Entfernung das schiefe Singen von den rauen Kehlen hören und seht euch ein bisschen um. Eure Füße sinken in dem Morast ein bisschen ein. Es ist noch nicht kein harter Sumpf und es ist auch kein korruptiertes Unwasser, was ihr hier dann nach euren Stiefeln zu greifen scheint. Aber der ein oder andere Schlurp von euren Füßen wird dann vielleicht herantragen. Aber die Piraten, die Söldner, geben sich da wohl auch keine Mühe, leise zu sein. Ich frage mal auf Artag, brauchen wir das Boot noch? Ich schüttle mit dem Kopf. Dann wirft mal noch einen Blick auf das Boot, ob da ein Name dran steht. Nein, ist nur ein kleines Beiboot von der Seeadler gewesen, was wohl über keinen Namen verfügt. Schnell zusammengezimmert. Dann nehme ich mal meinen Dolch und deute an,
Loch hier und dann so eine schiebende Bewegung aufs Meer hinaus. Haben wir auf- oder ablandigen Wind? Ja, aufs Land zu. Dann wird das Boot nicht austreiben. Ich schüttle den Kopf und versuche, Abel mir meine Bedenken zu signalisieren. Guck mich mal um. Entdecke ich ein Wäldchen oder sowas? Ja, so Zitterpappeln. Es sind so morastige Stöcker, die da hervorragen. Irgendwelche Farne, Trauerweiden, Büsche, Birken. Also Wäldchen, nein, aber Kraut zum Dranbinden, wenn du das jetzt suchst. Ich deute mal auf diesen Farn, dieses Kraut und auf das Boot. Ich würde währenddessen zurück verstecken. Ich würde währenddessen mal die Kiste aus dem Boot heben und die auf Miras Rücken festbinden. Ja, ausgezeichnet, es gelingt. Du erneuerst den Knoten, den du schon auf dem Schiff gemacht hast. Mira gibt auch kein Knurren von sich, denn sie weiß, dass ihr leise sein müsst. Sie hat ja selber schon den Pst von Boltax realisiert und ist da nicht dumm. Und so sinkt sie sehr tief im Schlamm ein, aber trägt das Ganze. Ich schau die anderen an. Was jetzt? Tragen wir das Boot in diesen Farm und verstecken es dort? Ramin nickt. Ihr zieht das Boot an Land. Weitere Schluppen von euren Stiefeln. Und dann wird es auf alle Fälle nicht mehr erkannt. Wird wohl nicht abtreiben. Ihr könnt das noch so ein bisschen notdürftig mit irgendwelchen Grünzeugs verdecken. Zumindest im ersten Blick würde standhalten. Ich möchte noch die Bärenspuren verwischen. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich würde gerne mit Pferden suchen, gegen die Spuren, die wir hinterlassen, arbeiten. Ja, Fährtensuchenprobe, aber da möchte ich tatsächlich 10 Punkte haben, weil Mira immer wieder im Schlamm einsinkt und du kannst dich zwar hinter ihr halten und das Ganze wieder mit irgendwelchen Blättern verwischen, aber es ist echt langatmige Arbeit und das wird euch viel Zeit kosten. Können wir zumindest auf dem ersten Stück das Boot über die Spuren schleifen? Ja, das geht. Also ihr kriegt das, Abel mir das explizise, kriegt das auf alle Fälle hin und könnt dann nach und nach eben auch dafür sorgen, dass Mira nicht verfolgbar ist, beziehungsweise ihr alle nicht. Derjenige, der als letztes geht, wird dann wieder irgendwelche Stöcker hinter sich herziehen, sodass es dann hinter euch glatt aussieht. Wohin nun? Ja, also wir sollten hier weg. Ich denke, wir sollten die Nacht durchlaufen. Uns von Feuerwaffen fernhalten, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, ich erinnere mich daran, dass es so eine kleine Straße von Feuerhafen bis zu so einer größeren Straße gibt, die Ilsoa und Mendena miteinander verbindet. Wenn wir jetzt an der Küste entlang gehen, müssten wir irgendwann an so einer kleineren Siedlung vorbeigehen, die auf halber Strecke zwischen Küste und Straße ist. Können wir ja mal gucken, ob wir die finden und dann auf die Straße dort gehen. Ja, aber bei der ja Gelegenheit. Wir gehen da ja nicht mit unseren richtigen Namen rein, offensichtlich. Nee, habt ihr noch keine? Ich habe mich für Xantilia, die verhüllte Alchemistin, entschieden. Kannst du dich nicht irgendwas Einfaches nennen, was man sich merken kann? Was? Das ist doch extra ein Name aus dem Süden. Ja. Xantilia. Okay. Aber mir, wie heißt du? Nenn mich einfach Kortan. Ein einfacher Name. Kortan. Okay. Boltax. Also, ich habe mir ja diesen schicken maraskanischen Hut gekauft. Der passt so gut zu, den Mänteln, die ihr bei den Maraskanern in Auftrag gegeben habt. Ja, und da dachte ich an einen maraskanischen Namen. Shin. Ja, warum nicht? Sulamin? Herizet. Dachte, ich könnte mich als Balayan ausgeben. Gibt einige Schulen in Aranien, deren Schüler und Schülerinnen auf beiden Seiten gekämpft haben. Also Oron und Aranien. Ich denke, das sollte man plausibel machen können. Ja, sollte wohl klar gehen. Ich bin Kasim. Weil es einfach ist.
Das ist gut. Was wissen wir denn übereinander? Also was ist unsere Beziehung zueinander? Ja, ich würde vorschlagen, wir sind Edelsteinhändler. Ich bin Juwelier. Du bist eine Wache. Ja, Lan ist unser Paktierer. Ja. Periset ist natürlich auch unsere Wache und ich soll die Echtheit von Edelstein und so etwas überprüfen. Und Abelmir, ist er uns nachgelaufen? Oder? Ach so, er kleidet sich doch immer als Söldner. Ich nehme an, das ist ja, ich bin auch ein einfacher Söldner. Ja, gut, gut. Dann so, haben wir also. So brecht ihr auf. Über den matschigen Morast lasst ihr Feuerhafen und seine Bewohner in den Händen der Söldner und könnt nach wenigen Augenblicken, die ihr durch die Nacht gestolpert seid, dann auch auf einen hölzernen Pfad stoßen, der euch dann hier in Richtung Süden bringt, in Richtung Mendena zu, einen wirklichen Wegstein, eine Markierung findet ihr hier nicht. Und die Hölzer, die hier ausgelegt worden sind, um durch das Moor zu gehen, sind dann auch sicherlich sehr vergilbt, morsch, aber sie werden euch tragen, auch wenn immer mal wieder das Gewicht von Mira unter ihnen nachzugeben scheint und sie dann mit einem lauten Brechen auseinander splittern. Ja, ich würde dann auch mal die Masken und die Mäntel natürlich allen geben und selber auch meine Maske aufsetzen. Gib mir mal bitte einen ersten W20 auf der Zufallstabelle. 18. Ja, während ihr entlang geht, könnt ihr vor euch sehen, wie da wohl etwas Silbriges schimmert. Direkt auf oder neben dem Weg? Ich würde mal einen Boden auf. Und ich würde mir Zeit lassen. An wen von euch halte ich mich hier? Boltax? Seid ihr? Naja, kennt ihr euch mit Sümpfen aus? Erlan kennt sich nur mit Maraskan aus, das weiß ich. Ich kenne mich mit jedem von Sumo geschaffenen Gebiet aus, aber nein, ich kenne mich explizit gut mit Sümpfen aus. Das, was eben silbrig schimmerte, verschwindet. Allerdings kannst du daneben wohl ein leichtes Glimm und Glühen erkennen, was wohl von einem Baum zu kommen scheint. Von einer Weide. Und Weide mal an. Ich würde selbst gerne mal eine denn Pflanzenkunde, oder? Würfeln, ob ich so einen Baum schon mal gesehen habe. Ja, kannst du mal machen. Ja, Doppel 20, passt das. Ist eine Trauerweide. Das ist normal. Eine ganz normale, schöne Trauerweide. Ah, das ist aber hübsch gewachsen. Natürlich ganz typisch für einen Sumpf. Hier wachsen Trauerweiden. Das liegt ein bisschen an dem Untergrund. Die mögen das besonders gerne. Derweil geht Boltax weiter auf die Weide zu und auch auf das Silbrige. Und Boltax kann wohl mittlerweile erkennen, dass hier wohl ein toter Ritter liegt. Immer noch in Rüstung, umflochten von den Wurzeln. Und sein Schwert hat tatsächlich sogar noch sowas wie einen goldenen Schaft bei sich mit einem Löwen drauf. Haltet ein! Seht ihr nicht den Toten dort? Ja, ich wollte ihn mir einmal näher anschauen. Unter Trauerweiden rastet man und vielleicht ist er im Schlaf bedolcht worden. Ihr wisst schon, dass wir uns in den schwarzen Landen befinden und das kein gutes Zeichen ist. Ihr solltet euch fernhalten. Auch immer noch in der Nacht ohne Wind könnt ihr wohl sehen, wie sich die Äste der Trauerweide leicht und langsam in Richtung von Boltax strecken und nach ihm zu streicheln scheinen. Aber mir, guck doch mal, der Baum ist ganz nett. Kommt dort weg. Ich habe kein gutes Gefühl. Die Schlinge legt sich um Boltax Hals. Ja, ich möchte gerne den Baum mit meiner Waffe zerschneiden, abhaken, wie auch immer. Da schließe ich mich an. Ja,
Ja, wollt ihr den Baum zerhacken oder wollt ihr Boltax freischneiden? Also erstmal den Ast, der ihn um den Hals geschlungen hat. Ja. Ich würde Boltax festhalten dabei. Boltax, du verlierst erstmal 1W20 Ausdauer. Nur doch, 10. Das ist kein Problem. Ist noch nicht über deine Konstitution. Überhaupt nicht. Zieh zu und du fängst an zu würgen. Du merkst wohl, wie dir die Luft weggeschnürt wird. Du bekommst natürlich auch 5 Schadenspunkte. Ja. Und dann kannst du sehen, wie das Schwert von Eseron sich feurig in die Weide schneidet und du runterbaumelst. Uiuiuiui. Das war doch kein netter Baum. Nein, nicht wirklich. Holst ihn ab. Boltax, wir haben leider Wichtigeres zu tun, als hier jeden Baum zu fällen. Nun ja, aber es könnte ein Dämon sein, es könnte ein Arkobal sein. Habt ihr eine Axt dabei? Wenn es ein Arkobal ist, dann nutzt euch eure Axt nicht viel. Nein, aber mein Schwert. Währenddessen wuchern die Wurzeln vor allem auch im Untergrund in Richtung eurer Füße. Und ihr könnt sehen und jetzt auch spüren, wie all eure Füße umwunden sind und sie auch an den Füßen zudrücken. Flamin gerät etwas ins Stolpern. Sie wäre eigentlich zurückgegangen, aber das geht jetzt nicht mehr. Und, du stolperst. Ja. Ja, Raffi würde sich erstmal die eigenen Füße losschneiden und dann Sulamin aufheben. Ja, ich versuche auch mit meinem Säbel nach den Wurzeln zu hacken und dann Distanz zwischen mich und dem Baum zu bringen. Ja, mit euren geweihten Schwertern, den magischen Waffen, könnt ihr euch auf alle Fälle erstmal freischneiden, auch wenn schmerzhaft es ins Fleisch von euch geschnitten hat. Auch die Rüstung wurde so ein bisschen zerdrückt, die Schuppenteile beiseite geschoben, aber ihr könnt euch erstmal in ausreichende Entfernung bringen. Und ich sag euch noch, haltet euch fern von Bäumen hier. Ich sag's jetzt gerne, aber du hattest recht.